schaut die Walliser Nachrichten auf Tel Oberwallis. Schön habt ihr eingeschaltet und das sind unsere Schlagzeilen. Die Gemeinde Noters ist finanziell gut unterwegs. Die Gesuche für ein Synergielabel werden neu ausserkantonal bewertet und das Bewertungssystem für Hotel soll neu überarbeitet kommen. Zuerst aber zu der Meldung hier. Am Dienstag zum Mittag ist auf der Straße zwischen Fisch und Birche wegen Nebel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Lastwagen gekommen. Zwei Personen sind dabei verletzt gekommen. Die Gemeinde Noters hat im Budget 2009 den teuersten Stand von einer lang- und mittelfristigen Schulden präsentiert. Dabei resultiert eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3'200 Franken. Der laufende Ertrag in der Planungsperiode kommt auf ca. 21 Millionen geschätzt. Weiter sind für die nächsten 5 Jahre Investitionen in der Höhe von 65 Millionen vorgesehen, so unter anderem für die Sanierung des Schulhauses Bamata oder für das MGB-Trasse. Durch die starke Zunahme von Gesuchen und einer Gesetzesänderung kommen die Dossier für ein Synergielabel an ein Büro zu Freiburg weitergegeben. Der Dienststelle für Energie haben die personellen Ressourcen gefehlt, um alle Dossier vor Ort zu überprüfen. Dabei entstehen für den Gesuchsteller aber keine Mehrkosten. Der Walliser Hotelierverband ist für eine Anpassung des Sternensystems für Hotel. Man muss sich den veränderten Wunsch der Gäste anpassen, hat der Präsident Pierre-André Panatier gesagt. Darum müssen wir euch immer wieder die Kriterien für die Sterne überprüfen, weil die Bedürfnisse immer wieder ändern. Eine Umfrage von Hotellerie Suisse hat ergeben, dass die Gäste vor allem auf gute Betten und räuchfreie Zimmer Wert legen. Der Staatsrat hat dem neuen kantonalen Abfallbewirtschaftungsplan, der vom Departement von Verkehr, Bau und Umwelt verfasst ist, zugestimmt. Der Plan umfasst eine Bilanz von einer Abfallentsorgung und definiert Massnahmen, die es braucht, um die momentane Situation zu verbessern. Er sieht besonders die schnelle Regularisierung oder Schließung von 154 Deponien vor, die die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen. Zum Sport ist okay. Der EAC Fischb hat durch Schwede Hakan Bock für das nächste Spiel gegen den HC Aschwa und den HC Siders Anivier unter Vertrag genommen. Eigentlich wäre der 33-jährige Schwede noch bis Ende Oktober beim National League A-Club SCL Tigers angestellt. Der Hakan Bock ersetzt den verletzten Ausländer Jason Guerrero. Kalt und nass hat sich das Wetter an diesem Dienstag präsentiert. Ob die Sonne diese Woche ein kleiner zu sehen bekommen, wir schalten über in unser Wetterstudio. Oben dir hat man an diesem Dienstag alles nur durch eine dicke Wolkendecke gesehen. Und von Malerin ist nach dem Schneefall sogar ans Pisto gegangen. Kalt und nass geht es hier gerade am Mittwoch weiter. Es ist im ganzen Wallis mehr schlecht als recht. Und dementsprechend tief sind dann auch die Temperaturen. Im Rhonental schaffen wir es gerade mal auf die 11 Grad. Im Saastal sind es sogar nur 3 Grad. Und in den restlichen Nord- und Südtälern erwarten wir um die 5 Grad. Und auch die Aussichten auf den nächsten Tag sind nicht viel besser. Die Sonne macht sich weiterhin rar. Es bleibt mehrheitlich bewölkt und regnerisch. Nur am Donnerstag sollte es trocken bleiben. Am Samstag kommt es aber mit 14 Grad wieder ein bisschen wärmer. Das waren die Walliser Nachrichten vom 28. Oktober 2008. Ich sage merci vielmals für zuzuschauen. Und was die Wallis in den nächsten 24 Stunden beschäftigt, wir haben die Augen und die Ohren offen für euch und berichten am Mittwoch am Abend gleiche Zeit hier auf Tel Oberwallis drüber.